Oh. Okay. Sehr gut. Dann könnten wir... was ist denn das? Das ist diese hellpinke. Das wäre dann ja Zug... das hier. Die würde mir dann logischerweise wieder hier drüber gehen. Zack. So. Damit nämlich die Güterlinie dann nicht mehr gestört ist. Hier kommt nochmal ein Formsignälchen hin. So. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt hier mit diesen zwei Strecken? Was ist denn da jetzt der beste Weg? Weil wir haben ja jetzt ja hier nicht wirklich Berg. Wo wir ja sagen können, okay, ich setze jetzt hier irgendwie einen Hochbahnhof hin. Und lasse das dann hier über eine Brücke durch die Stadt gehen. Und dann hier hinten wieder runter. Aber wenn ich es gerade schon sehe, ich weiß, da wird uns jetzt wahrscheinlich das Haus abgerissen werden. Oh, okay. Hier müssen wir noch ein bisschen angleichen. Dann würde ich dann doch gerne noch mal einmal dort mitfahren. Lebensmittelalum, ne, du gehst da nicht lang. Ich würde auch gerne mal abspeichern. So. Du bist aber die richtige. Hallo? Ja. Würde ich jetzt aber gerne auf normaler Geschwindigkeit sehen. Okay, dann macht's mal so ein Hügelchen. Da ist ein fliegendes Fass. Okay. Hier oben haben wir noch die Oberleitung weg. So. Dann geht's mal weiter hier nach Weigenheim. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier das Wohngebiet ist. Das ist dort oben. So, was sagt denn die Höhenkarte? Okay. Wir könnten hier oben lang gehen. Zack, zack, zack. Oder wir setzen den Bahnhof hier unten hin. Das wäre natürlich auch was. Also, wir setzen ihn
160, setzen wir mal gleich 4. Oh, das war die falsche Taste. Also wir setzen ihn dann irgendwie so. Am besten. So würde ich es jetzt machen. Ne? Ich würde es einfach mal sagen. Oberleitung ja. Zweiter Straßenanschluss machen wir auch mal ja. Machen wir mal so. Logischerweise, dass das nicht geht. Okay, das ist wieder so lang. So. Oh Lord. Kann ich nur hier vorne ansetzen? Auch interessant. Aha. Was zum Fick ist da los? Okay. Da, so leid es mir tut, ja, müssen wir hier die ganzen Gewerbehäuser leider abreißen. Och Mensch. Tut mir furchtbar leid. So, wir gehen mal hier unten rein. So und so. Dann gehen wir hier mal so raus. Und dann gehen wir mal hier so langsam hoch. Wie viel haben wir noch? 43 Millionen. Ja, das lübt er. Das lübt er. Wo müssen wir denn hin? Da. So. Hätte ich mal gesagt, so. Und dann... Ja, hätte ich mal gesagt, so. Es wird eine sehr hügelige Strecke. Ob man in echt auch so eine Strecke gebaut hätte, wäre fraglich gewesen. Aber wir können es ja. Okay, das war vielleicht eins zu weit. Wieder eben machen. Wo ist unser Anschluss da oben? Jetzt gucken wir mal wegen der Höhenlinien. Okay, ich muss irgendwie dort hochkommen.
Was jetzt? Autosave, ja, von mir aus. Oh. Aha, aha, aha. Okay, cool. Wollte ich doch gar nicht. Zack. Und dann gehen wir hier wieder hoch. Machen dann nochmal so. Und gehen dann hier rein. Ja, perfekt. Also wie wir hier sehen, sehr hügelige Strecke. Und da die auch so lang ist, da werden wir auf jeden Fall dann eine E-Lok einsetzen. Aber ich werde das jetzt erstmal so regeln. Dass wir hier die Kreuzung bestehen lassen. Ach, jetzt sind die vom Signal weg. Oh oh. Tut mir sehr leid. So hätte ich das jetzt erstmal gebaut. Und dann logischerweise hier hinten noch ein X-chen drin. So, dann ein paar Autostrecke. So, dann da. Dann do. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir auch schon einen schnelleren Zug, wo wir dann da drauf fahren lassen können. Aber das muss ich mir jetzt erstmal anschauen. So, was haben wir denn? Was hätten wir denn an Wägen? An Personenwägen, bitte. Da hätten wir den hier. Der fährt 180. Der fährt 150. 120. Was haben wir denn hier an E-Loks? Was das denn? Die fährt 160. Die fährt 125. Würde ja erstmal ausreichen. Die kostet auch ziemlich wenig. Und da die Strecke ja erstmal eh nur für 120 ist. Nehmen wir einfach mal jetzt 6 Waggons. Einmal duplizieren und auf die Linie. Oh, neue Linie bitte. Von hier. Wo fährt? Die andere fährt da. Alles klar, dann fährst du bitte von da. Nach da. Das können wir so einrichten. So, das ist dann Zug Kühdorf. Ach verdammt, ich kann nicht mehr tippen. Weigenheim. Okay. Nur dafür müssen wir den Zug erstmal nochmal verkaufen. Mal eine Pause machen. Steig um zu raus, ich raste aus.
Ich raste aus. Ja, nochmal weg. Oh, dann machen wir hier mal. Trotzdem ist man Steigungskurs. Welche denn? Die da. Ah. Von mir aus. Steigung zu. Gummi auch mit Steigung zu groß. Probieren wir es mal so. Geht nicht. Okay. Eigentlich schade. Na gut, dann müssen wir das hier leider abreißen. Dann bauen wir das mal hier hinten hin. Ein Depot bitte. Oh, was müssen wir jetzt hier noch elektrisch machen? Das wäre einmal das hier. Dann einmal das hier und den Bahnhof. Okay, so jetzt nochmal laufen lassen. Und nochmal kaufen. Also die hier mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplizieren. Auf die Linie Zug Weigenheim. Dann auch gleich mal mitfahren. Ich hätte jetzt ganz gerne noch die andere. Ja. Also Beschleunigung ist so einigermaßen. So, jetzt hat der, muss der warten, weil da ein Zug drüber fährt. Okay. Das ist natürlich etwas dumm. Aber wir kommen voran. Die Beschleunigung ist jetzt auch nicht so der Burner. Und ich kann da auch nicht rausfahren, weil da das blockiert wird. Okay.